Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays und mit Stolz kann ich euch meinen bisher besten Solo-Win jetzt hier präsentieren, Leute. Ich habe das erste Mal jetzt auch den John Wick Charakter eingepackt, aber ich habe ihn mir nicht erspielt. Ich habe bis Level 80 selber gespielt im Battle Pass und dann habe ich mir die letzten Level gekauft, weil ich noch V-Bucks drauf hatte, Leute. Ich hätte auch auf eine neue Tarnung oder so warten können, also auf einen neuen Skin, aber scheiß drauf. Ich hatte mir YOLO, wir machen einfach so und ich habe jetzt John Wick geholt. Ja, ihr seht meinen besten Solo-Win. Die Leute, die mir auf Twitter und Instagram folgen, die wissen auch schon, wie viele Kills es geworden sind. Die anderen jetzt lassen sich, die werde ich jetzt überraschen, ne? Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall was ich sehen lassen kann. Nach 2 Monaten Fortnite-Spielen mal mal weniger. Jetzt mache ich auch gleich schon den ersten Kill. Ihr merkt, das Ganze ist nachkommentiert. Also ich habe das Gameplay gerade eben erspielt. Das erkennt man bei mir immer gut daran, dass ich so verdammt rot bin, weil ich wieder so... Ey, ich war wieder aufgeregt wie bei einer scheiß Triple Nuclear am Ende, Leute. Das ist unglaublich, wirklich. Komplett krass, wie aufgeregt ich schon wieder war. Aber egal, wir haben es erspielt. Ich habe es geschafft. Einen Kill habe ich jetzt gerade hier eben schon gemacht, Leute. Ich werde jetzt so ein bisschen einfach so kommentieren und so ein bisschen auf das eingehen, was ihr jetzt seht. Ich habe das Gameplay jetzt auch auf... Wie viele Minuten habe ich jetzt runtergeschnitten? Auf... 12,5, 13 Minuten. Ja, auf 13 Minuten habe ich es runtergeschnitten, damit ihr dann sozusagen jetzt nur die Highlights habt. Wobei auch 13 Minuten natürlich relativ lang ist. Der Typ hat zum Glück gar nichts gecheckt. Ich kann ihn easy den zweiten Kill mitnehmen und ganz easy eigentlich. Die letzten Tage war richtig krass mit Fortnite-Suchten. Ihr habt wahrscheinlich auch die letzten Videos gesehen, dass da ziemlich viel abgeht. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos tun oder auch die letzten Videos, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, abchecken, Leute. Und so sieht Marcel aus, wenn er ein Gameplay erspielt hat. Wie ich eben schon gesagt habe, Leute, ihr kennt das noch von früher. Ich bin immer komplett am Sterben, wenn ich ein Gameplay erspiele, weil das für mich einfach, keine Ahnung, mega aufregend ist. Hier ist der dritte Kill auf jeden Fall mit der AR. Ich baue mir hier schöne Treppe hoch und hole mit den Loot. Und es war eigentlich so, das war die zweite Runde erst, die ich heute gespielt habe. Gestern habe ich die ganze Zeit gespielt, habe keine gute Runde gehabt und jetzt habe ich hier mal 1, 2 Runden und habe es direkt geschafft, Alter. Es ist wie gesagt nicht das ultimative Gameplay, aber für mich ist es gut. Allein, dass ich diese Moves jetzt hier schon kann, die Treppe da zum Beispiel anders umzubauen und so. Das ist für mich schon ein kleines Erfolgserlebnis, Leute. Und ich bin ziemlich zufrieden mit ein paar geilen Szenen, die am Ende auch auf jeden Fall am Start waren. Wie gesagt, erstmals John Wick am Start. Und jetzt wusste ich, da oben ist noch einer, weil ich hatte davor irgendwann mal Schüsse gehört. Und ich habe jetzt hier, wollte den Marcel Scorpion Fenster-Move machen, aber er hat es nicht durchgehen lassen, der Typ. Jetzt habe ich hier auch keine Ressourcen mehr gehabt. Da dachte ich jetzt, okay, scheiße, was machst du jetzt? Du weißt, der Typ ist hier drin. Ich höre jetzt auch überall Schritte, aber da war ich mir noch nicht so, drin soll ich nicht, weil er hat auf jeden Fall die Power Position, wenn ich reingehe. Deswegen habe ich jetzt den Move gemacht und bin jetzt hier nochmal rausgelaufen. Hier hätte auch eine Falle sein können, ich hätte absolut nicht geguckt. Ey, auch mit Fallen, ne? Leute, ich hatte auch wieder Fallensituationen hier in den 2 Runden, die ich heute gespielt habe. In der hier nicht, aber in der davor hatte ich auch schon wieder 7 Kills direkt ziemlich schnell und blöd gelaufen. Okay, jetzt habe ich gehört, okay, er ist jetzt definitiv über mir. Ich habe hier ein bisschen Ressourcen geholt. Das war sogar wichtig, nämlich genau für diese Treppe jetzt. Und diese Treppe bringt mir jetzt den Sieg in diesem Gunfight. Der kommt nämlich jetzt ans Fenster und ich gebe ihm jetzt zum Glück richtig fett einen mit. Ich weiß nicht, wie viel das war und dann war es natürlich easy. Und ich habe ihn geholt, ja. Ich habe jetzt immer so die Szenen drin gelassen, wenn ich jetzt einen Kill mache und jetzt, wenn ich durchlaufe, weil ich liebe dieses befriedigende Geräusch, wenn du durch jemanden durchläufst, den du gerade geholt hast, dieses, ihr wisst, was ich meine, dieses Looten-Geräusch einfach. Und jetzt habe ich hier zum Glück jede Kugel getroffen. Hätte ich es nicht gemacht, der Typ hätte sich sofort gebaut. Ich bin nach wie vor im Streamer-Modus, Leute, deswegen heißen die Gamertags immer noch Player irgendwas, ne. Also, das bin ich jetzt einfach gewohnt und ich mag das einfach viel mehr. Ich habe darüber auch ein ganzes Video gemacht, wer das nicht kennt. So, jetzt habe ich gewusst, okay, hier kommt noch einer. Ich habe nämlich ein Jump Pad gehört und ich habe ihn zum Glück jetzt hier direkt mit der ersten Kugel getroffen. Danach choke ich ein bisschen und dann habe ich ihm 167er gegeben. Und was ich jetzt mache, ist schnell das Medikit holen, wirklich real quick. Übersehe das gleich sogar Minischild. Ich habe jetzt hier das Medi benutzt. Ich dachte mir, das kann ich ja rausschneiden. Ihr müsst jetzt nicht sehen, wie ich das Medi benutze. Aber auf jeden Fall jetzt die blaue AR noch gesneakt. Die habe ich mir nämlich gemerkt, dass die da ist. Und jetzt habe ich gedacht, im Park könnte ich mal nachgucken. Und jetzt sehe ich ihn zum Glück, wie er die Kiste aufmacht. Da. Und jetzt gebe ich ihm direkt einen Hit mit und ich wusste, er ist weiß, okay, das heißt keine große Gefahr, hochgebaut, ich wusste, er geht runter, ich habe es nämlich hier gehört, Shotgun, genau eine Kugel brauche ich jetzt noch für den Kollegen, zack, let's go. Und das Geile ist, was ich vorher gesehen hatte, war, er hat einen, wie Monte oder Red sagen würde, Jiggy Jugger Jackson, nämlich aus der Kiste geholt, den er gar nicht mehr aufheben konnte, deswegen ist Marcel natürlich da, benutzt ihn jetzt hier schnell, wie gesagt, solche Sachen habe ich immer rausgeschnitten, das ist ja langweilig beim Nachkommentieren. Ja, jetzt hatte ich hier meine 7 Kills schon am Start und da hinten war ein Gegner und ich gebe ihm leider nur 2 Hits und danach hat er sich direkt eingebaut und dann dachte ich mir ganz ehrlich, Marcel, scheiß mal auf den Typen, weil bis ich da hinten, die Zone war eh jetzt andere Richtung gleich, bis ich da hinten irgendwie Action mache, hat sich das sowieso erledigt und deswegen habe ich jetzt hier das Jump Pad, was ich gerade eben aufgehoben habe, in der Tasche und laufe jetzt hier natürlich hoch, um es dann einzusetzen, aber ich habe nicht die Balls of Steel gehabt, Leute, ich hatte mich nicht getraut, mich komplett ins Weltall zu bauen, deswegen nur hier und bin dann rüber geflogen. Und dann war diese eklige Stille. Ich hatte jetzt so ein paar Situationen lang einen stillen Moment, wo einfach kein Gegner kam und dann zum Glück kam der erste um die Ecke, das seht ihr hier. Im Übrigen benutze ich jetzt bei dem auch nur die normale Pumpgun, seht ihr es vielleicht hier, weil ich wusste, ich habe eh die Power Position und die Pumpgun macht einfach dann mehr Schaden, auch ein bisschen mehr Range und deswegen habe ich ihn jetzt hier bekommen.
Ja, und habe jetzt hier direkt getauscht mit der blauen automatischen, ein bisschen gelootet mal wieder und dann ging es auch schon weiter. Und gleich wird auch nicht mehr geschnitten, Leute. Gleich ist das dann an einem Stück. Das habe ich mir selber auch noch nicht angeguckt. Das habe ich nur gerade eben nach dem Erspielen dann direkt zusammengeschnitten. Aber am Ende habe ich es, wie gesagt, in einem Stück gelassen. So, jetzt habe ich hier gehört, da ist ein Kampf direkt neben mir. Habe mir jetzt eben noch schnell das Medi eingepackt, baue mich jetzt hier hoch und ich wusste, irgendwo da unten ist einer. Aber ihr müsst darauf achten, wie schnell seht ihr ihn, Leute. Man sieht ihn ab jetzt. Ich habe ihn aber erst nicht gesehen. Ich sehe ihn immer noch nicht, sehe ihn immer noch nicht. Und jetzt, ah, da an der Mauer. Und von hier hatte ich natürlich das Glück, dass ich ihm, keine Ahnung, der hat auf jeden Fall 200 gehabt. Ich habe ihm jetzt, glaube ich, mindestens 180 gegeben gerade. Also, ich glaube, 6 30er-Treffer sollten das gewesen sein. Ich glaube, jetzt ist auch gleich Feierabend mit dem Kollegen. Also, ich glaube, er baut sich jetzt hier noch, genau, baut sich jetzt hier schnell ein. Und jetzt habe ich ein bisschen blöd gemacht. Ich habe nicht nachgeladen und habe hier nur 5 Kugeln, die ich reinschieße. Aber es hat gereicht für Folgendes. Er baut eine Falle, aber eine Kugel, zack, hätte gereicht, glaube ich. Und da sehe ich die Falle zum Glück noch, bevor ich reinlaufe. Und jetzt sollte ich relativ schnell diese Falle zerstören und mir dann den Loot holen. Da habe ich schon 9 Kills. Es leben noch 8 Gegner. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich kille noch mehr als die Hälfte dieser übrigen Gegner. Also, ja, wir haben jetzt hier noch eine Kiste im LKW. Da dachte ich mir so, ja gut, komm, gehen wir dann mal rüber, gucken wir mal. Und das ist eine der ekligsten Kisten, die man kriegen kann, finde ich. Ich bin überhaupt kein Desert Eagle-Freund. Ich weiß, wenn ich drauf reacte, dann finde ich es immer geil, aber ich selber kann damit nichts. Und jetzt wurde ich angeschossen und direkt war der Fullschild weg. Oder der, ich weiß nicht, ob es Fullschild vorher war, aber der Schild war halt eben weg. Und ich wusste, ich höre ihn hier, ich höre ihn. Und jetzt kommt eine richtig komische Situation, denn ich nehme jetzt die Minischilde, ich höre den Gegner neben mir, habe hier die Shotgun auch nicht nachgeladen, Glück, dass hier nichts passiert ist und ich sehe ihn da oben. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, okay, wie machst du das jetzt am schlausten? Es gibt immer noch so Situationen, es kommt auch gleich nochmal, da merkt man, wie ich noch struggle, da merkt man, wie mir die Erfahrung teilweise eben noch fehlt. Und jetzt laufe ich hier gerade hoch und schau mal da oben in die Base rein. Und da hinten habe ich ihn weglaufen sehen. Ich wusste, okay, einer fehlt hier noch. Der kam jetzt hier. Den nehme ich ziemlich relativ schnell raus. Der hat eigentlich keine Chance gehabt. Hat mir, glaube ich, nicht eine einzige Kugel gegeben. Ich habe jetzt auch nicht gebaut. Ich finde, man muss nicht immer bauen. Ich habe auch dieser gesamten Runde keine eklige Base gebaut. Ich finde dieses mega krasse Base-Bauen immer voll, ich weiß nicht, unattraktiv, wenn man damit richtig übertreibt mit einer Base. Weil das macht das Gameplay irgendwie auch ein bisschen slow und keine Ahnung. Ich bin nur rumgerannt die ganze Zeit. Ich hole mir jetzt hier die Scar auf jeden Fall. Das ist immer das beste Gefühl, finde ich. Und hier habe ich eine relativ fragwürdige Entscheidung getroffen, glaube ich, indem ich jetzt, glaube ich, die Pump austausche. Oder habe ich sie mitgenommen? Ah, ich habe sie mitgenommen, okay. Ich dachte, ich hatte sie hier gegen diese neue Shotgun ausgetauscht. Aber ich glaube, ich tausche... Oder war das ein anderes Gameplay? Ich muss gerade überlegen. Auf jeden Fall kill ich gleich noch einen. Ich glaube, dann tausche ich. Genau, beim nächsten Kill tausche ich aus. Genau, da habe ich nämlich die goldene Shotgun dann gefunden. Ich war mich hier die ganze Zeit unsicher und ich wusste, da oben fallen Schüsse auf mich. Habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. Ich höre gerade den Gamesound nämlich nicht. Ich habe es mir nur alles gemerkt. Und jetzt baue ich mir nämlich hier das Jump Pad hin, auch wenn es vielleicht nicht die allerschlauste Entscheidung war, aber ich dachte mir, okay, besser als jetzt hierhin erschossen zu werden, weil ich musste mir diesen Platzvorteil verschaffen, um hier schnell rüberzukommen. Und jetzt lande ich jetzt hier und da kommt jetzt, glaube ich, der Gegner von oben runter, genau. Und da habe ich jetzt zum Glück relativ gutes Aim gehabt, habe ihn dann damit rausgenommen. Und ja, jetzt hatte ich 11 Kills schon am Start. Ich war hier schon relativ aufgeregt, weil, wie gesagt, das ist für mich noch nicht so... Ja, allgegenwärtig, everyday Lifestyle hier, 11 Kills zu haben, aber es wird wie gesagt besser. Jetzt habe ich nämlich hier die Pump getauscht, ich hätte wahrscheinlich eher die automatische tauschen sollen oder alle drei mitnehmen, aber wobei, das wäre dumm gewesen. Ich hatte ja Medis, 3 Stück, 7 Minis, das sollte man schon mitnehmen. Und ihr seht schon, wo die nächste Zone ist. Ich habe jetzt den Höhenvorteil, aber jetzt kommt eine Sache, die finde ich ekelhaft. Also die finde ich, das ist einfach Kontra für Fortnite. Jetzt passt mal auf. Ich weiß ungefähr, hab die Gegner ungefähr lokalisiert. Einer wird da hinten in der Base sein, da unten schießen welche. Und jetzt kommt eine Situation. Erzählt mir mal, wie ihr das gemacht hättet, Leute. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare, was ihr jetzt hier gemacht hättet. Denn ich weiß, da unten sind die Gegner. Und guck mal, was er jetzt macht hier. Er fängt da jetzt an, sich die Mörderbase zu bauen. Guck mal, wie klein es anfängt und wie groß es am Ende ist. Ich hätte jetzt natürlich noch pushen können. Aber ich war mir nicht sicher, weil da hinten eben auf dem Hügel noch jemand hätte sein können. Und in der Base natürlich. Deswegen war ich hier noch... Ihr seht es, Leute. Ich bin unsicher. Ich bin mir hier unsicher. Jetzt sind ein paar Schüsse gefallen. Deswegen bin ich in Deckung gegangen. Und ich musste mir erstmal irgendwie einen Plan machen, was ich jetzt hier mache, Leute. Einer ist noch gestorben. Das bedeutet, ich habe 3 Gegner. Und ich werde, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, alle 3 dieser Gegner selbst töten und das Spiel dann damit gewinnen. Und ich habe es eigentlich jetzt, wenn ich nachher betrachte, relativ schlau gespielt sogar. Denn statt hier irgendwie komplett auszurasten, mache ich jetzt hier die ganz safe Shot. 70er Headshot natürlich für ihn. Und das war natürlich schon mal sehr, sehr gut. Ich wusste, der Typ ist weak. Zumindest ist er mindestens auf 130, aber wahrscheinlich weniger. Weil zu dem Zeitpunkt haben halt meistens nur die Camper 200 Schild oder die Leute, die halt mega guten Loot hatten. Und jetzt dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, Marcel, scheiß drauf. Und jetzt habe ich was gemacht.
Und zwar bin ich darauf richtig stolz. Er hat seine Base ja da oben gebaut. Ich dachte mir, okay, ich wusste erst die ganze Zeit drin, habe immer mal probeweise geguckt, dass er nicht runterguckt. Und guck mal, was ich jetzt mache. Ich baue mir quasi eine Mini-Base neben seiner und er wird die ganze Zeit für meine Schüsse verantwortlich gemacht gleich. Das heißt, die Leute werden immer denken, als ob da unten einer ist. Das ist doch der da oben, der schießt. Und das ist sozusagen so ein kleiner Positionsvorteil, obwohl ich nicht High Ground hatte. Wäre ich aber auch bereit gewesen, wenn er sich runtergebaut hätte. Ich habe gesehen, die kämpfen da jetzt die ganze Zeit. Es geht hin und her. Und jetzt sehe ich ihn da unten mit der Minigun und hole ihn so zack mit 100er Prezi. Letzte Kugel hat ihn dann geholt und jetzt hatte ich schon 12 Kills und ich war hier noch gut in der Zone. Und ich wusste, einer ist hier oben und der andere muss so Richtung Süden sein oder Südwesten wohl eher gesagt. Und ich habe mir jetzt hier noch was Kleines gebaut, falls er noch von hinten kommen sollte. Dann die übelste Fail-Treppe, wobei ich benutze sie sogar. Also gar nicht so schlecht. Und ja. Falls ihr mich fragt, warum das Ganze nicht live ist, ich habe gar nicht aufgenommen gerade. Ich habe nur die Elgato laufen lassen, meine Game Capture Card. Die lief einfach nebenbei und da kann man immer zurückspulen und aufnehmen. Ich wollte nämlich eigentlich gerade ganz in Ruhe zocken, mich eigentlich nur einspielen sogar. Ich mache immer Solo zum Einspielen. Aber wie immer, wenn man nicht auf dem Gameplay geht, dann kommt es und wenn man auf dem Gameplay geht, dann kommt es nicht. So ist es einfach immer. Das ist so YouTuber-Lifestyle. YouTuber unter euch werden das kennen. Es gibt ja mittlerweile schon viele YouTuber. Wie gesagt, und jetzt kämpfen die hier immer noch gegeneinander. Und ich so, ach komm schon, jetzt bitte kann sich mal jemand zeigen, weil ich selber doch nicht wusste, was soll ich machen, Leute. Was soll ich machen? Und ihr seht schon, wo die nächste Zone auch ist. Da wusste ich, der Kollege da hinten hat eine gute Position für die nächste Zone. Eine verdammt gute Position. Aber er weiß halt eben nicht, dass ich da bin. Er denkt, er ist da jetzt in Sicherheit. Und das ist jetzt sozusagen mein Vorteil. Ich schieße jetzt ein bisschen rein. Er denkt immer noch, dass die Schüsse von oben kommen. Und deswegen kann ich ihn hier rausnehmen. Und es ist ein 1 gegen 1. Und der Gegner, gegen den ich kämpfe, ist ein Meter neben mir. Nur halt ein bisschen höher. So. Und da dachte ich jetzt, okay, Marcel, wie machst du das? Ich habe übrigens noch nie so viel Shotgun-Ammo gehabt. Alter, 342 Schuss. Halleluja. Okay. Okay, dann dachte ich mir, jetzt musst du rüber. Und er wird nicht hundertprozentig wissen, dass du da bist. Also, die Taktik gemacht. Immer umgedreht, gebaut, umgedreht, gebaut. Er schießt immer noch auf die andere Base, weil er nicht wusste, was abgeht. Ich laufe jetzt hier sogar, ich nehme sogar den ganz kurzen Zonenschaden oder bekomme ich keinen? Ich bin auf jeden Fall kurz rausgelaufen. Ich habe sogar keinen bekommen, krass. Okay, das wusste ich gar nicht, dass ich keinen bekommen habe. Auf jeden Fall war ich jetzt in der Zone und er war es nicht. Und jetzt hat er gecheckt, aha, scheiße, der Typ kommt von der anderen Seite. War jetzt aber auch ein bisschen spät, dass er das gecheckt hat. Ich gebe ihm jetzt ein paar gute Hits auf jeden Fall mit. Oder es war jetzt, glaube ich, sogar nur einer. Aber es war ja eigentlich egal, denn ihr seht, Leute, die Zeit läuft auf jeden Fall für mich an dieser Stelle, Leute. Ihr seht, die Zeit läuft für mich. Und ich wusste, Marcel, den Typen hast du jetzt. Außer er gibt dir jetzt einen Snipe, deswegen schön weit nach unten gelaufen, damit das nicht passieren wird. Und da oben ist er jetzt am Start und ich wusste, er wird sich jetzt, er muss was machen. Er hat sich nicht runtergebaut, er muss jetzt wahrscheinlich einen Steg bauen. Genau, das hat er gemacht und das war ja jetzt wirklich dann Formsache, die erste Dingens kaputt zu schießen. Er fällt runter. Das ist der epische Sieg, Leute, mit 14 Kills. Ich bin stolz auf das Gameplay, ist nicht der Überschritt, aber immerhin irgendwas. Jetzt fange ich ja noch an zu tanzen. Jetzt fange ich an zu tanzen, ganz genau, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos ab, lasst ein kostenloses Abo da. Ich versuche jetzt meine Gameplays weiterhin zu steigern. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.